Eine chinesische Trinkschale aus Holz. 2000 Jahre lag sie in einem Grab unter der Erde. Das Holz ist nicht verfault. Es war geschützt durch Lack. In China und Japan war der Lack Schutz und Schmuck zugleich. Bei kostbaren Kultfiguren, an Gebäuden, und bei einfachen Geräten des täglichen Gebrauchs. Der Lack wurde aus dem Saft des Lackbaumes gewonnen, der nur in Ostasien gedeiht. Der zähflüssige Saft wurde verdünnt, gefiltert, gefärbt und in vielen feinen Schichten aufgetragen. Lack konnte auch geschnitzt werden. Verschiedene Farben traten dann im Ornament wieder hervor. Goldkörnchen und Goldstaub wurden in den Lack eingebettet. Perlmutt-Einlagen mit ihren Farbspielen verbanden sich mit dem tiefen Glanz des Schwarzlackes zu zauberhafter Wirkung. Die Lackmalerei entfaltete sich auch auf den großen Wandschirmen. Nach alten Versen ist hier die Frühlingsfeier der Dichter dargestellt. Ein klarer Bach durchschlängelt rings das Land, gut um sich Becher schwimmend zuzusenden. So singen wir zu jedem Becher Weins. Es ist ein heiteres Beisammensein. Der eine sagt, was sein Gemüt bewegt, der andere spricht in dunklen Gleichnisworten. Und über kurz und lang ist alle Zeit vergangen und dahin. Das Schreiben galt als vornehmste Kunst. In Japan wurden Lackkästchen für die Schreibgeräte kunstvoll ausgeführt. Die Darstellungen spielen oft auf berühmte lyrische Gedichte an. Morgendlicher Tau rolle von dem einen Halm auf den anderen Halm. Wie beneidenswert werden Ahornblätter schön, ehe sie untergehen. Seit der Barockzeit kamen Lackarbeiten aus dem fernen Osten nach Europa. Sie schmückten wertvolle Möbel. Fürstliche Kabinette, wie in Schloss Nymphenburg, wurden mit Platten von chinesischen Wandschirmen verkleidet. Europa entdeckte den Reiz des Lackes und entwickelte eine eigene Lacktechnik. Im Rokoko war der Besitz von Lackarbeiten ein Privileg des Adels. Später im Biedermeier wurden Lackwaren auch bei den Bürgern beliebt. Aus einer Manufaktur wie der von Stobwasser in Braunschweig entwickelte sich die erste Lackwarenfabrik. Naturharze wie Kolophonium und Öle dienten zur Herstellung des Lackes in Europa.
Heute haben Kunstharze eine besondere Bedeutung. Sie entsprechen den neuen Anforderungen der Technik besser als Naturprodukte. Zunächst wird Klarlack gewonnen. Ein Teil davon wird zu Lackfarben verarbeitet. In Rühr- und Mahlwerken wird die Verbindung der Farbpigmente mit dem Lack immer mehr verfeinert. Durch Abtönen entstehen tausende von Farbnuancen. Zuletzt werden die Lackfarben durch engmaschige Siebe gepresst, denn die Lackschichten sind hauchdünn. Beim Auto zum Beispiel nur 1/20 Millimeter. In der modernen Technik bedeutet der Lack Sicherheit, Schönheit und Schutz. Ohne Lack würden große Werte durch Verrottung verloren gehen. Auch die Anstriche der Hauswände enthalten Lack. Bei Möbeln kommt die Holzmaserung erst durch Klarlack zur vollen Wirkung. Besondere Aufgaben hat der Lack seit alter Zeit bei Musikinstrumenten. Durch ihn werden die Schwingungen des Holzes verstärkt. Eine entscheidende Voraussetzung für den Klang der Meistergeigen. Handwerker experimentieren mit Kunstharzlacken und finden dabei neue Strukturen. Der Künstler Georg Meistermann mischt seine Farben mit einem alten Bernsteinlack. So erreicht er das Durchsichtige und Schwebende der Farben. Plastische Lackfarben verwendet der Maler Josef Fassbender. Thank you.
Er kommt dabei, wie in der Beethovenhalle in Bonn, zu monumentalen Wandgemälden.